Bei der Extremlaufveranstaltung Trans Rockies Run in den amerikanischen Rocky Mountains konnten die ostwestfälischen Sportler Markus Biel und Stefan Fromme in der ersten Etappe einen Erfolg verbuchen. Das Team schaffte es auf den dritten Platz. Dennoch sind sie führend in der Masters-Wertung. Der dritte Platz bezieht sich auf die Gesamtwertung. Wir haben schnell den Rhythmus gefunden und liefen am höchsten Punkt der Etappe auf 2800 Metern völlig überraschend auf Platz 3, so Biel. Die Amerikaner Rob Krah und Michael Smith wurden ihrer großen Favoritenrolle gerecht und finishten völlig cool und als souveräne Sieger die erste Etappe. Auf Platz 2 landeten die Ultra-Triathleten von Team Garmin Adventure, Sébastien und Sylvain Camus. Die Sportler aus der Region haben sich in den Lippischen Bergen gewissenhaft auf die Veranstaltung vorbereitet. Bei den kommenden Etappen geben sie sich dennoch betont zurückhaltend. An eine weitere Platzierung glauben sie nicht. Das Teilnehmerfeld wurde mit rund 350 internationalen Teilnehmern besetzt.